Moin moin miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Neverwinter. Und weiter mit der Belagerung von Neverwinter. So, wie heißt dieser Drache? Halektrisa, der Sturmfresser. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Ich würde sagen, als erstes mal mit ein bisschen Licht. Und unsichtbar machen. Und zuschlagen, was die Klingen hergeben. Boah, weg hier. Ja, dieser Sturmdrache, oder Sturmfresser heißt er. Wow, was für ein Odem. Der hat es ebenfalls in sich. Eigentlich haben es alle Drachen hier in sich. Also man kann hier so schnell down gehen. Das ist echt nicht lustig. Schaut mal, wie die Leute hier umkippen. Oh, weg hier. Und auch wenn man jetzt einen Waldläufer spielt oder sowas und glaubt, aus der Ferne ist man sicher, ist man bei ihm nicht. Also man muss sehr auf den Boden aufpassen, denn er beschwört immer wieder so Blitze aus dem Boden. Und wenn man da steht, dann ist man ganz, ganz schnell weg. So ein Blitz meinte ich gerade. So ein Blitz meinte ich gerade. Da hat mich meine Rüstung mal wieder gerettet. Wie sie es mittlerweile schon oft getan hat. Also ein Hoch auf meine Rüstung. Oh, weg hier. So. Das war mal wieder ein Drache. Und ja, die Leute schießen wieder Feuerwerk in die Luft. So, ich möchte aber auch mal andere Begegnungen zeigen. Vielleicht gibt es ja mal hier wieder einen Angriff. Drachenangriff. Nein, es gibt wieder einen Drachenangriff. Also laufen wir zum Drachen. Aber okay, manchmal kommen ja auch mehrere Begegnungen gleichzeitig, ne? Das heißt, ein Drachenangriff hier und dann hier nochmal ein Angriff auf die Verletzten oder ein Angriff auf, ja, die Stadt. Kann einem theoretisch egal sein, denn man braucht ja diese Dracheninsignien und die bekommt man auf jeden Fall bei jedem Kampf. So. Au! Mitten im Odem gewesen und gleich tot. Sehr schön. Nicht. So, der Ätzende. Ezidirax, der Ätzende. Und ich dachte, die schwarzen Drachen sind nicht so gefährlich. Ja, so kann man sich täuschen. Weg hier. So. Da sind die Leute wieder haufenweise down. Aber man hat hier aber einen schönen Blick von oben, ne? Auf den Drachen. Ah, da ist wieder jemand down. Na, wird ihm geholfen. Sonst laufen wir schnell hin. Ja, ihm wird geholfen. Wir holen Hissa zurück. Also wie soll man da vernünftig kämpfen, wenn der ganze Boden rot ist? Ja, Hissa ist wieder down. Und dann noch jemand. Versuchen wir es mal von dieser Seite.
Au. Nicht durch die Säure laufen. Unsichtbar und Angriff. Ja, ein bisschen ausweichen. Die Lampe ist wieder bereit. Und down ist er. Hat gerade mal 3 Minuten gedauert. Meine Güte. Ja, und irgendjemand schießt hier immer Feuerwerksraketen in die Luft. So macht das Ganze natürlich auch Spaß. Nächste Begegnung. Katapulte des Kultes. Okay, ich glaube, die habe ich noch nicht gezeigt. Das ist eigentlich ganz schön knackig. Da sind, glaube ich, 2 oder 3 Katapulte aufgestellt. Und die muss man kaputt machen. Und während man auf die Katapulte eindrischt, naja, kommen halt, so wie hier bei uns, auch bei dem Gegner Verteidiger. Und, naja, wollen einen dabei lynchen. So, hier können wir uns eigentlich nochmal einen kleinen Buff holen. Ne, einen kleinen Lagerfeuer-Buff. So. Da haben wir schon ein Katapult, wie ihr seht. Und einen Beschützer. Und zack, haut das Katapult ein Stein gegen die Stadt. Und das Katapult hält einiges aus, wie ihr seht. Ja. Also der Balken verändert sich kaum und da hauen jetzt schon mehrere Leute drauf. Das Witzige aber ist, dass die ganzen Steine, die das Katapult hier so losschmeißt, die kommen tatsächlich auch bei der Stadt an. Bei den ganzen Verteidigungsanlagen, da schlagen die nämlich ein. Das heißt, wenn man bei den Verteidigungsanlagen steht, dann kann man sehen, wie diese Steine dort einschlagen und die Verteidigungsanlagen kaputt machen. Na, geh kaputt, du Katapult. Und zack, da ist es kaputt. So, aber das war nur eins. Davon gibt es mehrere. Ja. Hier ist das nächste Katapult. Au. Da habt ihr... Na, wir lassen uns nicht ablenken. Wir machen das Katapult kaputt. Die anderen kümmern sich um die Gegner. Es sei denn, die Gegner kümmern sich um unsere Verteidiger. So, nächstes Katapult ist kaputt und... war's das? Nein. Da ist das letzte. Warte, ich müsste das Katapult auch mal feuern. Also, vorhin hat das erste doch gefeuert. Und zack, ist es kaputt. So, das war Katapulte des Kultes zerstören. Ach, und da ist der nächste Drache schon gelandet. So, holen wir uns erstmal die Belohnung, ne? Dracheninsignien, da, danke. Schau mal, die kaputten Bäume. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Na gut, ein Drache braucht ja auch Platz, ne?
So, wen haben wir denn da diesmal? Glaxenheim der Bleiche. Okay, ein weißer Drache. Ja, hallo mein Freund, siehst aber nett aus. Au, 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 das wird wehtun. Was heißt wird? Das tut weh. Raus aus der Aura. Die ganzen Gefährten alle eingeeist. Alles klar. Jetzt beginnt das Ganze übrigens extrem zu laggen. Weshalb kann ich natürlich nicht sagen. Wieder alle eingeeist. Ist ja eigentlich ganz lustig aus solche Eissäulen. So. Aber kümmern wir uns mal um den Drachen, ne? Darum geht's ja. Wir hauen immer schön auf die Füße. So lange, bis es wehtut. Entweder ihn oder uns. Ja. Und zack. Hat er uns begraben unter seinem Flügel. Ach ja, okay. Das war wieder mal ein Drache. Also es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Von einem Kampf in den nächsten. So, nächste mit der Sturmangriff. Wir müssen das Lager verteidigen. So, das Lager hat zwei Eingänge. Beide wollen verteidigt werden. Hier müssen sich die Gruppen also ein bisschen aufspalten.
Au. Was soll denn das? So. Rumsti-bumsti. Keine Ahnung, warum die jetzt gar keinen Schaden bekommen haben. Ich habe sie eigentlich voll getroffen. Vielleicht ein kleiner Server-Lag. Hat er nicht mitbekommen, dass ich geschossen habe. Da kommen die nächsten angestürmt. So, hier müssen wir eigentlich 100 angreifende Kultisten erschlagen und dafür sorgen, dass um die Verletzten nicht alle getötet werden. Wenn ich mich jetzt nicht richtig, nicht irre. Also wenn ich richtig liege. Und ich glaube, der Endboss kommt an dieser Seite. Noch 5 Kultisten. Also eine Welle noch und dann kommt der Endboss. Und der nächste Drache ist wieder gelandet. Okay, auf dem Hauptschlachtfeld. Na. Die letzte Welle und den Endboss holen wir uns mal. Ach, Invasionserfahrung. Da kommt er, mit einem Riesenschild. Sieht eigentlich recht nett aus, ne? Hält sich aber nicht lange. So, wieder einmal ein Event geschafft. Drachenkult-Insignien. Wir haben diesmal jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Schlachten wir jetzt geschlagen haben, aber wir haben nicht einmal so eine Vorratskiste bekommen. Das ist eigentlich sehr schade. So, Erziderax der Ätzende. Einem Bild von Erziderax verabschiede ich mich dann mal in dieser Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.